Ich möchte dann hier darüber sprechen, wie wir zu einem Kleinsignalmodell für die Peak-Current-Mode-Regelung kommen. Das heißt, wir werden uns anschauen, wie man vereinfacht, auch in diesem Fall aus regelungstechnischer Sicht, ein Modell ableitet, aus dem dann ersichtlich sind, welche Übertragungsfunktionen zu nehmen sind, um einen Regler systematisch zu dimensionieren. Zunächst schauen wir uns schematisch an, ähnlich wie bei der Average-Current-Mode-Regelung, wie sieht die Regelschleife aus bei der Peak-Current-Mode-Regelung? Dann haben wir auf der einen Seite natürlich wieder unseren Referenzwert, unseren Sollwert, den wir vorgeben, hier als Mittelwert, Kleinsignaländerung, Delta-UREF-Mittel. Wir haben unseren Ist-Wert, das heißt Delta-UAMS, haben den Soll-Ist-Wert-Vergleich. Dann haben wir unseren Spannungsregler, den nennen wir hier GRU von S, an dessen Ausgang Delta-UC-Mittel entsteht. Und dieser Wert, Delta-UC-Mittel, die Spannung, die am Ausgang des Fehlerverstärkers entsteht, geht jetzt auf den Stromregelkreis. Wir haben hier so eine Kaskadenstruktur. Das heißt, dieser Spannungswert wird verglichen mit dem gemessenen Strom, Delta-IL-Mess nennen wir den, und geht dann hier, ähnlich wie bei der Average-Current-Mode-Regelung, auf einen Stromregler. Dieser ist aber jetzt, ich meine es mal mit dem doppelten Rahmen, nicht linear. Das ist dieser Komparator mit dem Vergleich, wo der gemessene Strom sozusagen die Funktion des PWM-Signals übernimmt und dann daraus das mittlere Tastverhältnis oder das Tastverhältnis für den Leistungsschalter erzeugt wird. Und das würde dann auf unsere eigentliche Regelstrecke gehen. Und die eigentliche Regelstrecke ist wieder der DC-DC-Wandler. Der besteht aus zwei Teilübertragungsfunktionen G1 von S und G2 von S, wobei G1 von S die Übertragungsfunktion vom Tastverhältnis zum mittleren Strom, Delta IL-Mittel ist, und G2 von S die Übertragungsfunktion vom mittleren Strom zur Ausgangsspannungsänderung, Delta UA-Mittel ist. Und hier diesen mittleren Strom führen wir jetzt zurück, auch bei der Peak-Current-Mode-Regelung, über einen Stromsensor. Ich nenne das jetzt hier mal RK. Das ist also irgendein Widerstand, zum Beispiel ein Strommesswiderstand, wo wir dieses Signal erfassen. Und dann ist Delta IL-Mess RK mal IL-Mittel. Und wir könnten jetzt hier am Ausgang natürlich genauso irgendeine Messverstärkung, kennzeichnet durch eine Übertragungsfunktion GMU von S, haben für die Ausgangsspannung, die dann auf diesen äußeren Regelkreis drauf geht. Das heißt, tatsächlich haben wir hier sozusagen ähnlich wie bei der Average Current Mode Regelung unseren DC-DC-Wandler zerlegt in zwei Teilstrecken. Aber wir haben jetzt hier sozusagen einen inneren Regelkreis, ich male das mal so auf, strichelt, mit einem nichtlinearen Regler. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen nichtlinearen Regelkreis, wo der Strom jetzt nachgeführt wird. Und jetzt ist eine Idee zur Vereinfachung folgendes, was man auch häufig macht, wenn man Kaskadenregelungen in anderen Anwendungen auslegt. Wir nehmen jetzt einfach mal an, wir haben unseren inneren Stromregelkreis, den wir eigentlich nicht beeinflussen können, sehr sauber ausgelegt. Ja, aber wir können da bloß eine Kompensationsrampe zum Beispiel draufgeben, um diese subharmonischen Oszillationen zu verhindern. Aber viel mehr können wir da jetzt nicht beeinflussen, außer zum Beispiel der Wahl des Messwiderstandes, das heißt dieses Faktors RK. Der Rest ergibt sich durch diesen nichtlinearen Aufbau sozusagen automatisch, wie aus dem Spannungsregelverstärker herauskommt, das Tastverhältnis erzeugt wird und wie dann der Zusammenhang mit dem Strom Delta IL ist. Jetzt überlegen wir uns, wir betrachten das hier mal als Regelkreis, der wäre optimal ausgelegt. Wie sieht dort das Übertragungsverhalten aus? Das heißt, wir machen mal eine Annahme. Wir nehmen an, auch wenn es jetzt eigentlich mathematisch nicht ganz korrekt ist, dass GRI mal G1 von S hier viel, viel größer als 1 ist, zumindest in unserem betrachteten Frequenzen. Das heißt, die Verstärkung dieser Vorwärtsübertragungsfunktion in diesem nichtlinearen Regelkreis soll viel, viel größer als 1 sein. Und dann könnten wir hier schematisch so rechnen wie mit der Blockschaltbildalgebra. Das heißt, die Übertragungsfunktion von Delta UC-Mittel zu Delta IL-Mittel, was wir auch hier haben, wäre dann mit der Blockschaltbildalgebra, auch wenn wir hier nicht ein nichtlineares Element haben, was wir eigentlich nicht machen dürfen, in Anführungszeichen GRI mal G1 durch 1 plus RK mal GRI mal G1. Und das könnten wir jetzt hier durchmultiplizieren mit 1 durch GRI mal G1. Genauso wie hier 1 durch GRI mal G1. Sozusagen Zähler und Nenner damit durchmultiplizieren. Und dann würden wir hier drauf kommen, das ist dann 1 durch
1 plus GRI mal G1 plus RK. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, trotzdem, dass jetzt hier der Betrag GRI mal G1 von S viel, viel größer als 1 ist oder dieser Faktor generell viel, viel größer als 1 ist, dann wird dieser erste Term hier vernachlässigbar sein, geht gegen 0 und unsere Streckenübertragungsfunktion Delta IL Mittel zu Delta UC Mittel wird nur zum Faktor 1 durch RK. Ja, das heißt, dieser nichtlineare Regelkreis entspricht näherungsweise einem Übertragungsverhalten 1 durch RK und setzt damit Delta UC Mittel in Delta IL Mittel um. Man kann es jetzt so beschreiben, die Spannung Delta UC Mittel gibt jetzt vor, wie groß sozusagen der mittlere Strom in der Induktivität sein muss. Das ist nicht genau die Aufgabe bei dieser Peak-Current-Mode-Regelung, wie es ja eigentlich auch bei der Average-Current-Mode-Regelung ist. Man sagt ja auch manchmal im Englischen, das ist eine Current-Programmed-Control. Das heißt, wir programmieren den Strom, geben den vor in der Induktivität durch den Wert am Ausgang des Spannungsreglers und dazwischen steckt nur als Proportionalitätsfaktor jetzt die Strommessverstärkung, wenn wir so wollen. Achtung, wie gesagt, das ist eine Ableitung, die eigentlich mathematisch nicht ganz korrekt ist, weil wir mit der Blockschaltbildalgebra nicht direkt so rechnen können, aber für die Praxis sehr hilfreich, weil wir jetzt nämlich daraus ein vereinfachtes Ersatzschaltbild angeben können. Das heißt, das vereinfachte Blockschaltbild sieht dann wie folgt aus. Wir haben eingangsseitig natürlich wieder unseren Soll-Ist-Wert-Vergleich, Delta U-Ref-Mittel minus Delta U-A-Messmittel. Das geht auf den linearen Spannungsregler drauf. Und jetzt ersetzen wir den Stromregelkreis durch die Übertragungsfunktion 1 durch RK. Dann kriegen wir Delta IL Mittel dort am Ausgang raus und haben hier die Übertragungsfunktion G2 von S, die wir bereits bei der Average Current Mode Regelung gesehen haben, die den Zusammenhang zwischen Delta IL Mittel und Delta UA Mittel herstellt. Und wir haben ein sehr einfaches Ersatzschaltbild, wenn wir noch diese Spannungsmessung mit reinmachen für diesen Regelkreis in der Peak-Current-Mode-Regelung. Achtung, das hier ist jetzt tatsächlich bloß eine Näherung. Wir haben jetzt eine tatsächliche Streckenübertragungsfunktion. Das hier ist unsere Strecke aus regelungstechnischer Sicht. Gs von S, die ist 1 durch RK mal G2 von S, die jetzt nur noch aus dieser einen Teilübertragungsfunktion besteht und die nichtlineare innere Stromregelung wird hier ersetzt durch den Sensorfaktor des Stromsensors. Das heißt, zusammengefasst, Streckenübertragungsfunktion ist Gs von S 1 durch RK mal G2 von S, wobei jetzt hier G2 von S die Übertragungsfunktion Delta UA Mittel zu Delta IL Mittel aus dem Mittelwertmodell ableitbar ist. Das ist die gleiche Teilstrecke wie bei der Average Current Mode Regelung. Das heißt, tatsächlich sind diese beiden Regelarten verwandt. Wir regeln sozusagen die gleiche Strecke und wir können auch aus dem Mittelwertmodell das ableiten und damit diese Regler einfach vorgehen. Und das hier ist jetzt dann eine Möglichkeit, um relativ einfach näherungsweise auch im Fall der Peak Current Mode Regelung hier Regler auslegen zu können. Schauen wir uns die Übertragungsfunktionen mal an. Dann habe ich die hier zusammengefasst. Das heißt tatsächlich für den Tiefsetzsteller, den Hochsetzsteller und den Hochtiefsetzsteller bzw. Bug-Boost-Converter habe ich hier diese drei Übertragungsfunktionen für die Peak-Current-Mode-Regelung zusammengefasst. Das heißt einmal immer diesen Faktor 1 durch RK, die Strommessverstärkung beziehungsweise die innere Stromregelschleife da und das zweite Mal diese Übertragungsfunktion Delta UA Mittel zu Delta IL Mittel und dann sehen wir für den Tiefsetzsteller kriegen wir 1 durch RK mal Erlast mal 1 plus S mal RESR mal C durch 1 plus S mal RL mal C hier mit diesem Lastwiderstand. Wir haben also hier im Wesentlichen ein PT1 Verhalten für die Strecke und können deswegen einen deutlich einfacheren Regler benutzen. Üblicherweise brauchen wir dann für den Spannungsregler GU von S hier nur einen PI-Regler bzw. einen PIT1-Regler, wenn man noch für hohe Frequenzen Störungen unterdrücken will und zusätzliches Tiefpassverhalten reinbringt. Wir haben hier die Nullstelle durch den Ersatzserienwiderstand des Ausgangskondensators und wir sehen sehr schön sozusagen hier im Wesentlichen bestimmt, wird jetzt das dynamische Verhalten eigentlich durch die Parallelschaltung von Lastwiderstand und Ausgangskondensator C. Das heißt, wenn man es mal so betrachtet, beim Tiefsetzsteller haben wir hier die Parallelschaltung C
RLast. Wir lassen mal hier den RESR weg, der wäre eigentlich hier oben noch drin. Und dann kann man sich das so vorstellen, hier geht der Strom Delta IL mittel rein. Und diese Parallelkombination beschreibt im Wesentlichen das dynamische Verhalten. Das heißt, wenn wir hier Delta UA Mittel bestimmen würden drüber, dann wäre Delta UA Mittel einfach nur Delta IL Mittel multipliziert mit 1 durch S mal C parallel Erlast. Achtung, tatsächlich natürlich mit diesem RESR drin, das soll jetzt hier mal vernachlässigt sein. Und dann würden wir hier rauskriegen, dass das gerade RL durch 1 plus S mal C mal RL ist, und das steckt jetzt hier in dieser Tiefsitzstelle-Übertragungsfunktion drin. Und so kann man sich das vorstellen, hier sozusagen der Strom Delta IL wird programmiert durch die Spannungsregelschleife. Das heißt, im Fall des Tiefsitzstellers haben wir hier eine gesteuerte Stromquelle, die eine Funktion von Delta UC Mittel ist, der Spannung, die unser Regelverstärker rausgibt, diese gibt den Wert des Stromes vor, und diese Ausgangs-RC-Kombination bestimmt dann im Wesentlichen die Dynamik. Und wenn wir jetzt diesen RESR dabei haben, kommt halt noch diese zusätzliche Nullstelle rein, und wir haben hier als Vorfaktor diese Verstärkung des Stromregelkreises, die sich im Wesentlichen ergibt als der Kehrwert der Verstärkung des Stromsensors. Für Hochsitzsteller, Hochtiefsitzsteller sieht das jetzt etwas komplizierter aus. Wir haben hier auch wieder den ESR, und wir sehen jeweils im Nenner, dass wir hier auch wieder diese Kombination haben, dass der Lastwiderstand und der Ausgangskondensator eine Rolle spielen. Aber wir haben jetzt hier zusätzlich eine Nullstelle in der rechten Halbebene. Das heißt, die Nullstelle in der rechten Halbebene verschwindet auch nicht durch die Peak-Current-Mode-Regelung. Diese Vorgehensweise und diese Analyse mit diesen vereinfachten Übertragungsfunktionen ist etwas, was man in der Praxis zwar häufig benutzt, aber eigentlich zunächst mal bloß eine näherungsweise Auslegung. Tatsächlich haben wir wesentliche Dinge unterschlagen, oder zumindest eine wesentliche Sache, und das ist das Auftreten der subharmonischen Oszillationen. Dafür muss man dann kompliziertere Modelle anwenden, aber nichtsdestotrotz reichen diese Modelle häufig, um grob zunächst mal einen Regler auszulegen, mit dem man dann weitere vertiefte Tests zum Beispiel in einem Hardware-Prototypen durchführen kann.